Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier auf Abu Bambule TV. Wir möchten euch begrüßen zu einer Partie Hearthstone Heroes of Warcraft. Und wie ihr alle unschwer mitbekommen habt, ist die neue Erweiterung The Whispering of the Old Gods mittlerweile natürlich draußen. Das Flüstern der alten Götter treibt seinen Schabernack und sein Unwesen im Universum von Hearthstone und bietet auch viele neue Möglichkeiten für Deckkombinationen. Und genau das ist der Grund, warum wir euch heute hier ein neues Deck vorstellen wollen, und zwar den Cartoon-Druiden. Den haben wir uns angeschaut und der erfreut sich mittlerweile auch recht großer Beliebtheit, und genau deswegen haben wir gedacht, stellen wir euch den vor und zeigen euch, wie man mit ihm am besten spielt. Wir haben vorher natürlich einen Blick in die Karten zu werfen, denn ihr wollt natürlich wissen, welche 30 Karten ihr haben müsst, optimalerweise, um mit dem Cartoon-Druiden hier spielen zu können. Wir sehen zweimal Anregen, zweimal Wildwuchs, zweimal Wrath, zweimal Beckoner of Evil, einmal Brand Bronzebart natürlich. Dann der Disciple of Cartoon, zweimal Twilight Elder, zweimal Swipe, zweimal Cartoons Chosen, zweimal Cluxy Amber Viva, zweimal einmal Mire Keeper, einmal Nourish, zweimal der Azur Drake, einmal Crazed Worshipper, einmal Ancient Harbinger, dann zweimal den Dark Arcoa und den Twin Emperor Veglor, einmal den Doomcaller, einmal und natürlich Cartoon. Einmal, weil er Legendary ist. Damit gehen wir jetzt aufs Deck und versuchen mal einfach hier ein paar Wins einzufahren. Aktuell befinden wir uns auf der Stufe 13. Wir haben viel ausprobiert, sind ein bisschen hoch, ein bisschen runter gefahren. Am Ende dann doch ein bisschen mehr runter als hoch. Aber so eine Erweiterung bietet halt eben viele Möglichkeiten zum Rumspielen und Rumprobieren. Und wir schauen einfach mal, wie wir mit unserem Deck hier unterwegs sind. Zweimal Swipe, einmal Ancient Harbinger. Die Swipes oder eins davon behalten wir, den anderen geben wir erstmal wieder zurück. Haben wir dreimal hier Viererkarten auf der Hand. Mire Keeper und Cluxy Amber Weaver, der plus 5 Health bekommt, wenn euer Cartoon zu dem Zeitpunkt schon über 10 Attack hat. Beim Mire Keeper könnt ihr noch auswählen, ob ihr einen Mana-Kristall einfach nur nehmt oder noch einen 2-2 Slime. Und mit dem Disciple of Cartoon könnt ihr 2 Schaden dealen und euren Cartoon gleichzeitig buffen. Es ist also alles hier mehr oder weniger auf Cartoon ausgelegt und natürlich darauf, dass man mit ihm am Ende dann versucht, das Spiel auch zu gewinnen. Wir haben Nourish dazu bekommen, das ist schon mal ganz okay, trotzdem können wir damit natürlich aktuell noch nicht so richtig viel anfangen, und die zweite größte Schwierigkeit, die ich aktuell mit der neuen Erweiterung habe, ist, dass es einfach so viele neue Decks gibt, dass man auch gar nicht so genau weiß, was spielen denn überhaupt meine Gegner. Also ich habe gesehen, es gibt weiterhin ein Zulok-Deck, womit man wirklich viel, viel Druck machen kann, und das scheint hier zumindest jetzt gerade nicht der Fall zu sein, weil da wurde erstmal getappt, aber bis jetzt liegt noch nicht ein Minion auf dem Board und das schon bei 3 Mana, sodass wir jetzt in der nächsten Runde dann auch endlich anfangen können, hier die ersten Minions aufs Board zu bringen. Und das werden wir dann auch gleich mal tun. Vorher allerdings ist Bambi dran und da sehen wir die Starseeker. Da wird die Karte zurückgeschaffelt. Und jetzt sind wir dran. Und ich würde sagen, wir spielen den Mire Keeper. Und nehmen wir noch 5, 6 Mana hätten wir dann. Ja, wir nehmen den leeren Mana-Kristall hinzu. Denn so ein Mana-Vorsprung ist schon mal die halbe Miete. Denn wir wollen ja schnell auf 10 Kristalle kommen, für den Fall der Fälle, dass Cartoon halt eben dann ausgespielt werden soll. Oh, das ist natürlich mal optimal gezogen hier gleich. Die Map to the Golden Monkey direkt wieder gezogen. Kann man so machen. Wir spielen wir das so? Lasst mich kurz überlegen, Freunde. Wir könnten natürlich auch Nourish spielen, noch ein paar Karten ziehen. Machen wir das? Ne, wir machen erstmal Elise Starseeker weg. Buffen ihn.
und buffen ihn gleich noch einmal. Optimalerweise spielt ihr die Karten natürlich aus, wenn ihr Brand Bronzebart draußen liegen habt, weil dann machen sie die Effekte alle doppelt. Also nicht nur, dass sie doppelt buffen, sondern der macht dann auch hier zum Beispiel als Battlecry 4 Damage. Ja, und hier haben wir als Battlecry dann halt eben plus 4 plus 4 und nicht plus 2 plus 2. Das lohnt sich also schon. So, jetzt können wir aber Nourish in aller Ruhe spielen. Ziehen mal drei Karten. Da haben wir nochmal Beckon of Evil. Sehr schön, da kommt der gute alte Brand Bronzebart schon mal raus. Wir werden allerdings noch eine Runde warten und ihn dann in Kombination mit dem zweiten Beckon of Evil spielen, um Cartoon hier schnellstmöglich nach oben zu pushen. Und da kommt Imperator Taurisan. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wir spielen erstmal Ren. Dann den Beckoner of Evil. Da seht ihr es, 12, zack, 14. Dann machen wir 3 Schaden hier drauf. Und zerhacken den mal ganz schnell, damit der ja nicht hier... Er hat ja schon 10 Karten auf der Hand, alle einmal billiger gemacht. Das ist schon mal schlecht. Dann kommt der Shadow Bolt. So, jetzt müssen wir schauen. Da war Cartoon schon mal. Das ist sehr, sehr gut, dass wir den jetzt schon haben. Den könnten wir sogar schon ausspielen, um ehrlich zu sein, mit 14-14. Aber warum sollten wir? Wir haben es ja nicht eilig. Und ich überlege gerade... Wir spielen das Ding erstmal so. Machen hier die 5 Schaden und zerlegen den in aller Ruhe. Den Ancient Harbinger brauchen wir jetzt gar nicht mehr, denn der ist eigentlich einzig und allein für Cartoon gedacht, falls wir ihn nicht ziehen. Das ist so eine Absicherung im Deck. Wenn ihr den nämlich spielt, seht ihr selber, at the start of your turn, put a 10 cost minion from your deck into your hand. Also da wird automatisch der Cartoon einfach gezogen. So, wir spielen jetzt aber erstmal den hier, um weiter zu buffen. Dann nehmen wir einmal Innervate, spielen den Doomcaller. Den sollte man natürlich nicht einfach so mal wasten, sondern sinnvoll nutzen. In dem Falle eigentlich, wenn euer Cartoon gestorben ist, könnt ihr ihn wunderbar nutzen, um Cartoon wieder ins Deck zu mischen. Denn, ihr seht es hier, gibt nicht nur 2-2 zu Cartoon, wherever it is. If it's dead, shuffle it into your deck. Ja, also da kann man ihn praktisch wieder zurückholen mit. So, Destroy Shadow Flame. Da wird der Dicke jetzt auch noch rübergezogen. Das ist natürlich nicht ganz so schön. So, und wir haben jetzt 10 Mana und ich denke, wir werden Cartoon einfach rausbringen. Der macht jetzt erstmal ordentlich Bums. 18 Schaden sind das. Mal gucken, wie er die verteilt. Hoffentlich schön auf die Minions. Perfekt. Damit haben wir das Board erstmal geklärt und unsererseits eine 18-18 Figur draußen liegen. Und ja, jetzt muss der Hunter mal gucken, der Hexer mal gucken, was er da macht. Hoffentlich hat er keinen Big Game Hunter. Das wäre nämlich jetzt echt ärgerlich für uns. Da kommt Reno Jackson, aber bei 18-18 muss er sich noch ordentlich was einfallen lassen. Wir können unseren Cartoon weiter buffen. Spielen natürlich ein paar weitere Minions aus. So, und ihr seht schon, also da hilft auch der Reno Jackson nicht mehr viel. Cartoon wird hier weiter gebufft durch den Twilight Elder, der ihm am Ende einer jeden Runde nochmal plus 1 gibt. Deswegen jetzt schon 19-19. Und hier haben wir mit dem Crazed Worshipper auch nochmal eine Möglichkeit, Cartoon ein bisschen zu buffen. Jedes Mal, wenn der Schaden bekommt, gibt es plus 1 dazu. So, da wird gelifetapped. Hoffentlich ist es die richtige Karte. Okay, der Psychotron, nicht der Neutron, sondern der Psychotron in dem Falle. Aber das wird nicht reichen. So, Cartoon auf 20 und dann nochmal auf 21. Kommt da jetzt noch ein Heal irgendwie dazu? Nein. Wird noch eine Karte gezogen?
11K gegen 12, das war's. Da hatte Bambi keine richtige Chance gegen uns. Cartoon einfach zu stark und mit Inner Raid und allem drum und dran und den ganzen Buff-Karten, die man da hat. Wenn man ihn dann rauskriegt, ist das Deck eben wirklich echt, echt mächtig. Nichtsdestotrotz, ein Win ist Glück. Deshalb gehen wir in ein zweites Spiel rein, um zu gucken, wie das läuft. Und ich sag mal, einmal ist Glück, zweimal ist ja schon vielleicht verdient und dreimal ist Skill. Insofern gucken wir einfach mal, ob wir drei Siege in Folge einfahren können. Ich würd's mir ja wünschen, damit ihr auch seht, wie stark das Deck wirklich ist. Swipe, this will of Cartoon und Cartoons Chosen. Ach ja, wenn man wüsste, was die spielen. Die wahrscheinlich wieder die fetten Siebener. Dementsprechend behalte ich den Swipe lieber erstmal. Cartoons Chosen nehmen wir mal ab. Vielleicht kriegen wir dafür eine günstigere Karte. Leider nicht. Der Azure Drake ist nicht wirklich günstiger. Und wir fangen wieder an. Cartoon auch gleich als erste Karte zu ziehen, finde ich immer so ein bisschen, naja. Ich meine, ist nett. Dann wissen wir schon mal, dass wir ihn haben, wenn wir ihn brauchen. Aber 10 Mana haben wir deswegen trotzdem noch nicht. So. Wir zerlegen den erstmal. Und fangen noch nicht an, unseren Cartoon zu buffen. Auch wenn wir das jetzt mit dem Backen auf Evil Schnett machen können. Denn wir haben ja aus dem ersten Spiel uns gemerkt, wir suchen eigentlich den guten alten Bronzebard, den wir hier bräuchten. Und der unsere Buffs dann entsprechend verstärkt. So, mal gucken, was kommt als nächstes raus. Ist der kleine Lebergnome war es jetzt, der macht mir so ein bisschen die Hoffnung, dass das hier ein schnelles Deck sein könnte von Kalipower. Und dass wir mit Swipe dann auch eine ganz gute Antwort dazu hätten, wenn er jetzt anfängt, das Board hier zu fluten mit kleinen Minions. Bisher lässt er sich aber noch viel Zeit. Vielleicht ist er eingeschlafen. Wollten wir ihn aufwecken, aber er lässt sich da nicht stören. Vielleicht ist er aber auch so ein Rope-a-Dope-Typ, der einfach die ganze Zeit hier schön das Rope runterlaufen lässt, weil er es geil findet. Hey, da kommt der Flame Juggler. Okay, also das ist ein aggressives Deck. Ja. Ja, wir machen das einfach mal so. Fangen mal an hier zu buffen. Wollen ja auch keinen Mana verschwenden. Hätten jetzt natürlich auch genauso gut hier Wrath nehmen können. Hätten dann drei Schaden entweder gemacht oder einen. Aber genau deswegen kein Heal Totem. Sehr gut. Noch ein Lebergnome. Ja, das ist alles halb so wild bis jetzt. Sehr gut. Zweimal Wrath. Und jetzt haben wir sogar die Board Control zurück. Plus zwei Azure Drakes auf der Hand. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Einen dicken Dark Arakoa, der richtig fett, dicken, fetten Spot hat. Okay, das Totem kriegen wir Gott sei Dank weg. Das ist nicht das Problem. Ja, auch wenn er den jetzt noch tötet. Wir spielen mal den ersten Azure Drake aus. Praxi Amber Weaver. Der ist auch ganz nett. Wie gesagt, wenn euer Cartoon 10 plus hat, also 10 plus Attack, gibt es 5 Health. Wenn ihr den mit Bronzebard kombiniert, dann kriegt ihr sogar 20 Health dazu. Also kommt auf 20 Health. Oder nee, 15, sorry. Weil er dann eben 5 plus 5 plus 5 bekommt. Und das ist dann natürlich schon recht mächtig. So, jetzt kommt der Fairy Spirit noch dazu. Hier zwei Stück. Und jetzt sollten wir das Totem wirklich ganz schnell mal wegbekommen. Wie könnten wir denn? It could be, it could. Ja, wir machen erstmal. Überall, wir machen 5 Schaden. Dann ist links weg, der ist weg. Die haben beide nur noch einen. Warte mal, wir könnten aber auch. Nee, schade, da fehlt ein Mana zu.
könnten natürlich auch Spot spielen für 6. Nee, wir machen mal das Board ein bisschen kleiner. Und da wir noch keinen Brand sehen, buffen wir hier zumindest schon mal. Und machen das so. Damit haben wir jetzt erstmal wieder die Gefahr ein wenig minimiert. Ich bin immer noch die ganze Zeit überlegen, ob ich in das Deck vielleicht doch noch irgendwo so ein, weiß ich nicht, 8 Heal für 3 Mana einbaue oder so, weil ihr seht, man, dadurch, dass man halt die Heldenfähigkeit auch manchmal benutzt, um das Board irgendwo in seine Richtung so ein bisschen zu clearen, hat man oft das Problem, dass man mit dem Druiden relativ schnell low droppt. Und ja, dann halt eben genau sowas passiert wie jetzt. Man ist bei 13 Leben und denkt sich nur, Kacke, was mache ich als nächstes? Wir spielen erstmal hier die beiden Spot-Karten aus, klären das Board nochmal und werden dann als nächstes den Dark Arakoa spielen, um unseren Cartoon nach Möglichkeit weiterzumachen. Wir könnten vielleicht auch Nourish nehmen, um einfach erstmal 3 Karten zu ziehen. Vielleicht haben wir ja Glück und Bran ist dabei. Aber genau deswegen, so ein 8er Heal jetzt nochmal reinziehen für 3 Mana, wäre man wieder bei 21 und könnte ein bisschen beruhigter schlafen. So, Earthshock. Nimmt erstmal den Spot weg, das ist alles okay. So, dann zerlegen wir das so, dass so, da keine Gefahr ist, ziehe ich jetzt einfach erstmal die 3 Karten. Eine Twilight Elder, immerhin schon mal etwas. Dann spielen wir den auch aus. Ja, und damit haben wir jetzt echt eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. Jetzt sollten wir aufpassen, dass wir da nicht zu lange rumgimpeln und irgendwie rumtrollen, sondern dass wir anfangen, hier den Gegner relativ zügig jetzt auch unter Druck zu setzen. Wir haben hier 11 Schaden auf dem Board liegen und ich glaube, in der nächsten Runde werden wir die dann auch mal nutzen. Oder sollten wir zumindest. Zumal der Schamane, also Kalipower jetzt in dem Falle, viel mit Überladung spielt. Und ihr seht auch hier wieder 6 von 8 nur. Also da kann er jetzt auch nicht so richtig viel machen. Wir haben da halt ja einfach wesentlich bessere Alternativen. Wir haben jetzt hier vor allen Dingen zweimal einen richtig fetten Spot. Ich glaube, die werde ich gleich einfach auch rausknallen. Optimalerweise, ja, optimalerweise natürlich mit dem guten Herrn Bronzebart im Hintergrund, weil das gibt dann +3, +3 mal 2, also 6 dazu für Cartoon. Und dann seht ihr es schon zweimal drauf, dann wären wir bei 17, 23, 23. Das ist dann schon pervers, wenn der dann rauskommt. Kann man das hier schon alles getrost zu den Akten legen? Ja, da war jemand so frustriert, dass er einfach abgehauen ist. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube auch nicht, dass er da noch irgendwas hätte machen können. Insofern hat jemand Rage quittet. Damit wären wir bei 2 Siegen und jetzt geht's weiter zu Spiel Nummer 3, in der Hoffnung, dass wir auch den dritten Sieg einfahren. Und dann vielleicht sogar ein bisschen hochklettern. Nochmal gegen einen Schamanen, in dem Falle Rokura. Der Dark Arakoa ist ein bisschen teuer für den Beginn, deshalb tauschen wir den aus. Na gut, der Azur Drake wieder mal nicht wirklich viel billiger, aber was soll's. Swipe haben wir schon mal, das ist gut. Damit brauchen wir keine Angst vor irgendwie aggressiven Boards haben. Aggressiven, ja doch, Boards, sprich Gegnern, die uns hier überrennen wollen. Nourish ist auch immer sehr schön, gerade weil wir es nur einmal drin haben. Wenn man das früh zieht, kann man es halt natürlich auch früh benutzen und sich halt entweder die 2 Mana-Kristalle sichern oder 3 Karten ziehen. Ist immer so ein bisschen abhängig von der Spielsituation, muss man immer ein bisschen gucken. So, da kommt Cartoon. Wir clearen erstmal hier das Board. Auch wenn es nur, in Klammern gesetzt, ein blödes, billiges Heiltotem ist. Aber was weg ist, ist weg. Und da kommt nämlich der... Oh.
Oh, da zieht er jetzt aber alle Register hier, um alles leer zu bekommen. Kann man so machen. Für den Drake reicht es noch nicht. Für den Swipe wäre es ein Ticken zu früh, um ehrlich zu sein. Deshalb spielen wir den Twilight Elder und buffen Cartoon erstmal auf die klassische Art mit plus 1 am Ende der Runde. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass er jetzt nicht... Na doch, er wird auf ihn gehen. Aber gut, kann er gerne machen, dann ist er wenigstens genau ein Figürchen los. So, wir haben 5 Mana, kaum gegnerische Karten auf dem Board. Wenn wir jetzt 2 Kristalle nehmen, wären wir in der nächsten Runde bei 8. Aber unser Cartoon ist noch nicht stark genug, sodass wir den Twin Emperor eh noch nicht spielen könnten. Ja, auf der anderen Seite, lass mich nochmal kurz nachgucken. Da wären wir dann 5, 6, 7 plus 1 sind 8. In der Tat, für einen Swipe wären das dann 5, 2... Ja, ich nehme vielleicht doch lieber diesmal die Kristalle. Ich nehme vielleicht doch lieber diesmal die Kristalle. Denn, ja, da könnte man dann... Genau. Uiuiuiui, 9, 7, das ist natürlich übel, übel. Ja, der Klaxi Amber Weaver, den können wir noch nicht benutzen. Wir können hier eigentlich relativ wenig im Moment benutzen. Wir könnten jetzt einen Schaden machen. Ne, wir machen mal sicherheitshalber 3 auf den. Wir spielen den Klaxi noch nicht, sondern in der nächsten Runde dann Swipe. Und wischen hier hoffentlich erstmal alles weg. Also so gut wie alles. Mit 9 Mana haben wir dann da doch schon einen kleinen Vorteil. Da kommt nochmal ein Spott-Totem. Nochmal eine Drenai. Die wird noch stärker, glaube ich. 7-7. Ja. Gut, 18. Das ist jetzt nicht mehr besonders viel. Und jetzt müssen wir auch wirklich langsam anfangen, hier was zu machen. Wir nehmen erstmal den weg. Ein Heal-Totem wäre jetzt so das Schlechteste, was uns passieren könnte, um ehrlich zu sein. Insofern hoffe ich, dass er einfach vielleicht einen teuren Minion ausspielt, was auch nicht unbedingt besser für uns wäre, aber... Oh weia. Oh weia, das gibt Aua. Boah, 9 Schaden. Jawohl. Okay, das wird jetzt echt haarig. Das wird jetzt echt nichts mehr, befürchte ich fast. Wir können 2 Schaden machen. Ja, wir müssen 2 Schaden machen. Und zwar auf den hier. Und dann die beiden Spottbrüder ausspielen hier, um uns erstmal vielleicht ein wenig Luft zu verschaffen. Wenn er jetzt natürlich ein Silence oder so auf der Hand hat, dann war es das schon für uns. Denn dann ist er hier sofort durch. Das könnte knapp werden. Gut, das Hex ist nicht weiter schlimm, weil es bleibt ein Spott. Da gibt es nur keinen Schaden für. So, jetzt... Nein! Den hätte ich gern behalten, um ehrlich zu sein. Oha, nee, das wird nichts mehr, Freunde. Das wird in der Tat nichts mehr. Wir spielen... Ja, wir haben eigentlich
könnten den hier spielen. 11. Also mit ganz, 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 ganz viel Glück. Wir versuchen es einfach mal. Ja. Wenn man wüsste, wer den Schaden kriegt. Das ist jetzt die gute Frage. Wir spielen ihn einfach mal aus und gucken, was passiert. Nein! Einer mehr, einer mehr! Ach komm! Hätte er einfach ein paar Mal weniger den verdammten Schamanen getroffen. Dreimal. Einen hierhin und einen hierhin. Das hätte mir ja schon gereicht. Weil, ne, seht ihr selbst, drei Schaden, dann hätte ich den noch wegbekommen. Und die fünf hätte ich noch überleben können. Ja, schade. Na gut. Hat nicht ganz geklappt im letzten Spiel, aber so ist das manchmal. Ja, hier können wir nochmal Innerwelt nutzen. Reicht aber leider nicht. Acht haben wir und das sind 9 Schaden, die wir da kriegen. Da hätten wir den Cartoon entweder vielleicht ein bisschen schneller hochbuffen müssen. Warum er da jetzt eine Kopie von macht, verstehe ich auch nicht mehr. Aber na gut. Nichtsdestotrotz, zweimal gewonnen, einmal verloren. Soll aber erstmal reichen, um euch einen Eindruck über dieses Cartoon-Druiden-Deck hier zu verschaffen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben oder gleich ein Abonnement für den Kanal, denn wir werden natürlich in den kommenden Tagen, ja, ich sag mal, die nächsten Decks hier vorstellen. Da ist ein Paladin-Deck dabei, da wird ein Miracle-Schurke dabei sein. Ein Priester, der mit einem Drachendeck ganz gut unterwegs ist. Wir haben uns da, wie gesagt, so die größten Decks einfach mal angeschaut, die auch am, ja, lustigsten sind und am meisten Spaß machen. Ihr könnt natürlich aber auch gerne schon vorab auf die Homepage www.abubambule.tv gehen und euch dort einfach informieren oder eventuell auch andere Let's Plays anschauen. Und wenn es euch zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat und ihr euch denkt, Mensch, der kann doch eigentlich ganz andere Karten noch mit reinnehmen, die sind noch viel stärker, dann seid so nett. Postet mir in die Kommentare, was ihr am Deck eventuell verändern würdet oder wenn ihr es euch kopiert und damit spielt, sagt mir, wie erfolgreich ihr damit seid, damit wir auch ein bisschen einschätzen können, ob das Deck denn wirklich so stark ist, wie wir uns das hier ausgeguckt haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao!